Yo, Leute, herzlichen Dank mal wieder fürs Einschalten auf unserem Kanal. Kleinvieh macht auch Mist. Heute mal ein ganz besonderes Video, nämlich um was geht's heute? Heute übernehme ich mal das Intro, denn es geht heute um das Thema Sneaker, wie ihr schon im Hintergrund seht. Ich selber liebe ja Sneaker über alles, bin auch schon seit Jahren im Großhandel für Sneaker unterwegs. Heißt ja auch auf Instagram Sneakerfalke. Wie heißt du? Patrick Gameboy? Nein. Lustig, Digga. Ich wollte mal ein bisschen Werbung von deinem Instagram-Account machen. Daniel, du als Sneaker-Liebhaber war auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig geiles Event. Genau, wir haben ein Sneaker-Release bei Overkill besucht, so wie ihr schon auf der Tüte seht. Wir haben auch was ergattert, wie ihr auch seht. Im Hintergrund seht ihr 4 Schuhe, die wir bekommen haben. Man muss dazu sagen, Overkill ist einer der größten Sneaker-Läden bei uns in Berlin und die haben wirklich immer den coolsten Scheiß eigentlich oder wirklich einer der besten Sneaker-Läden, die ich kenne, und da kommt halt wirklich immer die limitierten Sachen kommen da raus und ja, die machen echt geile Sachen. Genau, und das Besondere an dem Schuh, hast du den hier irgendwo? Ja. Und zwar, es geht um den Schuh. Der kam in einer limitierten Auflage von 2000 Paaren raus und da schlägt gleich das Sammlerherz extrem hoch für jeden Sammler. Weltweit, muss man dazu sagen, haben wir gehört. Also der Schuh kam wirklich, also hast du gesagt, wie heißt der, ne? ZX8000 Aqua, den gibt es ja auch schon länger, den Schuh, ne? Das ist jetzt halt diese Neuauflage. Und gerade halt bei Sammlern wirklich sehr begehrt, ne? Und Overkill, wenn die mal ein Event veranstalten, dann hat es wirklich Hand und Fuß. Und das haben wir besucht und wir wollen euch jetzt direkt live mitnehmen, wie das Event war und was man für Sachen da abgreifen konnte und wie einfach man auch ablief. Ihr kennt es ja von unserem Kanal, Leute, wie man eigentlich auch damit Geld verdienen könnte. Das zeigen wir euch alles in dem Video. Bleibt dran und viel Spaß. Let's go. So Leute, ja, ihr habt die Live-Aufnahmen gesehen, wir haben euch ja gesagt, wir wollen euch überall mit hinnehmen, wo wir sozusagen sind und wo wir was Geiles abstauben können. Und ja, da waren coole Leute, es waren auch mega viele Leute da, also ihr habt es gesehen, es war echt krass voll, alle wollten halt diesen Schuh hier haben. Kai Pflaume war auch da, richtig cooler Typ und auch mega sympathisch, oder? Und Kai Pflaume, ihr habt es gesehen, er hat uns gegrüßt, er hat euch gegrüßt und man muss dazu sagen, wir kennen Kai Pflaume schon von früher. Daniel und ich haben so eine kleine Adidas-Vergangenheit. Und ja, haben da immer ganz schön viel mit zu tun gehabt und daher kannten wir auch Kai Pflaume. Wen das übrigens mal interessiert, wie Daniel und ich uns eigentlich kennengelernt haben, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Voll spannend. Voll spannend. Ja, eigentlich nicht spannend, aber ja, wir haben einfach zusammen gearbeitet, ne, für Adidas. Deswegen, wie gesagt, kennen wir Kai Pflaume und man muss auch dazu sagen, Kai Pflaume ist ein riesen Fan von der ZX8000-Reihe oder ich glaube von allen ZXer. Deswegen war er auch da und er hat dann echt was Cooles moderiert, nämlich es ging ja um zwei Sachen an diesem Abend. Nämlich einmal um den Schuh zu ergattern und die andere Sache war für einen guten Zweck, nämlich man konnte was ersteigern. Und konnte zwar, man konnte einen riesen Schuh in Form von dem hier ZX8000er ersteigern. Wir blenden mal ein Bild ein, Leute. Und in dem Schuh drin oder versteckt war ein Jetski. Man konnte damit auf dem Wasser fahren. Mega geil. Und ja, es war richtig verrückt, ne? Die sind sogar auf der Spree hier in Berlin bei uns gefahren mit dem Ding dann. Und das konnte man jedenfalls ersteigern. Alle Leute hätten mitmachen können. Daniel hat auch Spaß auch mitgemacht. Und wir wollen euch jetzt direkt mit live nehmen, wie die Auktion lief und wie viel der Schuh tatsächlich gebracht hat. Nicht der Schuh, sondern dieses Riesending da. Und wie gesagt, mit 50 Euro geht's los. 500! 500, das ist doch schon mal ein gutes erstes Gebot. Also gerne. 1000 sind wir hier vorne. Es geht um 1909, 1909 Euro. Das 2000, da sind wir ja schon längst drüber. 1909 ist das letzte Gebot. 2000, 2,5. 2,5. So, bei 2,5 sind wir. Das ist schon eine Menge Kohle, aber das reicht natürlich noch nicht für den Aquarider. Da muss doch schon ein bisschen was oben drin. 3000 haben wir hier. 3000, was hast du? 3000, ihr beide zusammen. Ja, der eine nimmt den Jetski, der andere den Schuh. Ja, 3,5. Das war's schon. 3,6, hier vorne, die Bietergemeinschaft. 3,7. Oh, das läuft ja auf dem Dreikampf, weil die Jungs hier unten, die bieten ja zusammen. Also 3,7 ist das neue Höchstgebot. Ja, noch eine letzte Chance, wer bietet mehr? 4.500. Alter Schwede.
So Leute, ja, ihr wart live auf der, oder bei der Auktion wart ihr dabei und habt gesehen, Kai Pflaume hat es moderiert mit dem Chef, Marc, ne, hieß er glaube ich. Der Chef von Overkill. Von Overkill, von dem Laden. Und ja, der Schuh ist weggegangen für 4.500 Euro. Also plus? Völlig geisteskrank, genau. Plus 500 Euro von Kai und 500 Euro von Marc, was sie nochmal aus ihrer eigenen Tasche dazugepackt haben, was eine richtig korrekte Aktion ist. Weil das war für einen guten Zweck, Leute. Also das Geld, was am Ende eingenommen wurde, war für einen guten Zweck. Ich weiß gerade gar nicht, was für was ist. Vielleicht war es nämlich sogar für eine Kinderaktion. Also mega cool und sowas finde ich natürlich auch mal geil. Nur Daniel und ich hatten jetzt nicht das Geld dafür, natürlich da mitzubieten. Und jetzt kommt eine lustige Geschichte und zwar wollte ich mal für euch dann checken, was der Schuh aktuell an Wert hat, also, den Daniel wir gekauft wollte, haben. Daniel wollte checken, was dieser Schuh hier an Wert hat. Genau. Und dann sehe ich ganz oben auf eBay Kleinanzeigen die erste Auktion, dass dieser riesen Jetski verkauft wurde von dem, der das ersteigert hat. Und da dachte ich so, okay, da erlaube ich mal keinen Spaß und schreibe dem mal, was der haben will, was der für einen Gewinn machen will. Ich dachte, wir sind heftige Reseller, aber der hat uns nochmal getoppt, dass er vor den ganzen Leuten das Ding gekauft hat und dann bei eBay Kleinanzeigen reingestellt hat. Ich glaube, es kam auch nicht so gut in der Sneaker-Szene an, denn du hast dann ein bisschen was gehört, dass sie es jetzt nicht so gefeiert haben, was er da macht. Ich meine, jeder soll machen, was er denkt, aber ich meine, es war ja irgendwie für einen guten Zweck, oder? Ja. Okay, er hat rein theoretisch diese 4.500 bezahlt, aber dann, naja. Jeder macht es, wie er denkt, Leute. Wir jedenfalls möchte ich euch mal den Chatverlauf einblenden, was ich ihm geschrieben habe. Und zwar, habt ihr jetzt auch gerade gelesen, wollte ich mal wissen, für wie viel er den eigentlich verkaufen will. Ich meinte, ich will 4.000 bieten, was ja auch ein guter Preis wäre. Aber er hat ja 4.500 bezahlt, also würde er Minus machen. War klar, dass er mir das nicht verkaufen wird. Und er meinte, es ist ihm zu wenig. Und er meinte, so mehr wird keiner zahlen. Er meinte, abwarten und Tee trinken. Und letztendlich wird, glaube ich, nie jemand wissen, ob er den verkauft hat oder nicht. Da eine Stunde später war die Auktion nicht mehr da. Entweder hat er sehr viele Hassnachrichten. Du meinst die Anzeige? Genau, die Anzeige. Ach, die ist weg jetzt, oder? Die ist weg, ja. Okay, krass. Entweder er hat viele Nachrichten bekommen, er soll die entfernen, oder jemand hat tatsächlich 5, 6 oder 7.000 bezahlt. Ja, krass. Aber jetzt wollen wir auch noch zu dem Schuh kommen, was der eigentliche Reset-Potenzial hat und für mich als Sammler, was der für eine Bedeutung hat. Genau. So, nun kommen wir zum Reset-Potenzial vom Schuh oder auch als Wertanlage ist der Schuh auch extrem gut geeignet. Und ja, zu Wertanlage, gerade bei Schuhen, also ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, Leute, also ich habe damals auch schon angefangen mit dem V1 Yeezy Pirate Black, das werde ich nicht vergessen, war mein erster Yeezy, wo ich einfach damals als Schüler oder Student, ich weiß gar nicht mehr, Geld verdienen wollte. Und hätte ich diesen Schuh mal noch gehabt, ich blende den euch mal ein, was denn heute wert gewesen wäre. Aber ja, also auch auf meinem Instagram, Leute, seht ihr Bilder schon von 2017, also ich habe schon immer angefangen oder ich habe schon immer eigentlich so Reselling mit Schuhen sozusagen betrieben. Also hier seht ihr den Yeezy, den Brad hieß er glaube ich, will jetzt nichts Falsches erzählen. Ja, hätte ich die Schuhe mal alle noch gehabt, ne? Die wären so krass sind ja so krass im Wert gestiegen. Aber egal, wir wollen euch heute erzählen, was dieser coole Schuh hier wert ist. Wir haben ihn für wie viel gekauft? Für 140 Euro haben wir den gekauft. Einerseits, weil normalerweise durfte man ja auch bei Overkill nur einen Schuh pro Person kriegen. Es gab aber auch noch einen Raffle bei Sneaker and Stuff, wo wir auch jeder nochmal einen gewonnen haben. Da waren wir echt sehr glücklich drüber. Deswegen vier im Hintergrund, Leute. Und der Schuh hat, wie gesagt, 140 Euro gekostet. Ihr seht jetzt mal, wie viel der Schuh bei eBay Kleinanzeigen kostet, auf eBay und wo kann man auch auf StockX. Genau. Und ja, Leute, wir blenden euch jetzt mal, wie gesagt, Preise ein und immer zum Beispiel die eBay-Preise, Leute, da könnt ihr perfekt sehen, für was der Schuh jetzt schon mal weggegangen ist. Also dafür wird er nicht angeboten, sondern dafür ist er weggegangen. Wir können auch mal eigentlich mal auch alle mal zeigen, dass uns die Leute noch mal glauben. Ganz interessant ist auch noch die Preisentwicklung nach den Größen, denn beispielsweise die Größe 43. Genau, ich habe jetzt hier die 43 einmal. Die würde jetzt circa aktuell 240 Euro so bringen. Und man kann so ungefähr sagen, in 20, 30 Euro Schritten, je größer der Schuh ist, desto mehr bringt der auch. Ja, die ganze Reihe, ne? Also was habe ich hier noch? Genau, ich habe hier auch noch die Größe 46. Die bringt beispielsweise schon fast über 320 Euro. Krank. Ich habe nochmal, Leute, ganz schnell die 44. Also ich habe die 43 und 44 hier insgesamt bekommen. Die beiden bei mir. Und du hast noch die 45. Genau. Und ihr seht ja auch, das Event ist jetzt schon fast 2 oder 3 Wochen her und wir haben die Schuhe immer noch. Also wir wollen die auch nicht verkaufen. Wir sehen auch, der Trend geht immer weiter hoch, dass der im Wert steigt. Und wir haben auch aus den Kreisen gehört, dass man den auch lieber behalten sollte, da er vielleicht in 2, 3 Jahren 400 oder 500 Euro kostet. Weiß keiner. Das ist ein Investment. Aber was ich halt immer cool finde, Leute, ist, wir sehen uns gerade bei Sneakern so, wir probieren immer mehrere zu kriegen, weil eigentlich die beste Variante finde ich immer, du kriegst 2, ein Paar trägst du selber.
und den anderen verkaufst du eigentlich wieder, weil dann hast du meistens den Preis wieder vom ersten drin und kannst einfach kostenlos so eine coolen Sneaker tragen. Und das ist einfach eine geile Möglichkeit. So Leute, ja, bei wem wir uns noch bedanken wollten, erstmal bei Kai, bei dem Marc von Overkill und bei dem Sven, ne? Sven hieß er, glaube ich. Der hat das möglich gemacht, dass wir erstmal überhaupt aufs Event kommen konnten. Und was kurz zu ihm, er ist so ein unglaublicher Sammler. Er hat eine Sammlung, oh, ich würde die am liebsten euch irgendwie zeigen. Wenn euch das interessiert, dass ihr mal solch eine Sammlung seht, weil er hat wirklich die komplette ZX-Reihe in mehrfacher Ausführung. Leute, ihr kennt ja auf YouTube diese Reihe, wie viel ist dein Outfit wert? Ich glaube, das gibt es ja hoch und runter von den Leuten. Feiere ich jetzt nicht so persönlich, aber ist halt ein anderes Thema. Aber trotzdem, Daniel und ich wollen so eine Videoreihe starten, nämlich wie viel ist deine Sammlung wert? Dann geht es dann um Sneaker, gerade um alte Nintendo-Sachen, um alles Mögliche wollen wir einfach von Leuten live zu Hause besuchen und deren Sammlung euch einfach mal zeigen und einfach mal auch sagen, was uns ja auch mal am meisten interessiert, wie viel ist es wert. Und gerade, wir haben ja, Daniel und ich haben eine Telegram-Gruppe mit unseren Zuschauern, die schicken uns so coole Sachen ja. immer zu von Nintendo-Sammlungen, geisteskrank. Wenn ihr sowas feiert und sowas sehen wollt, schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare und dann fahren wir, Digga, wir fahren auch ein paar hundert Kilometer. Alleine schon, wenn wir jetzt zu dem Sven fahren, der diese unglaubliche Sammlung schon wie ein Museum bei ihm, weil er hat ja auch Schuhe, die man manchmal sogar auf dem Flohmarkt findet, die sind zwar gebraucht, aber wenn ihr die dann bei uns in dem Video seht, dass die eigentlich wertvoll sind, dann nehmt ihr die definitiv nächstes Mal mit und lernt dann auch sicherlich einiges. Also Leute, ihr seht, bei uns, es lohnt sich dran zu bleiben, wir haben so viel noch vor, allein mit den Sachen noch im Hintergrund. Leute, das ist auch schon wieder von eBay Kleinanzeigen. Cooler World, checkt mal den Preis ab, beziehungsweise ich blende euch unten mal einen Preis ein von diesem Spiel, haben wir auch gefunden. Also es ist geisteskrank, was wir wirklich finden und deswegen bleibt dran, macht Spaß, wäre mega cool. Kommentiert bitte, gebt uns Feedback. Ja, das war's. Hast du noch was zu sagen? Nee. Das war's eigentlich? Das war's. Okay Leute, ciao, ciao. Tschüss.